bin 26 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg und bin zum Studieren nach Münster gezogen. Ich habe meinen Abschluss in Design mit Schwerpunkt auf Illustration gemacht und arbeite momentan als freiberufliche Illustratorin. Grün ist über mehrere Jahre entstanden, zu Beginn meines Studiums, in verschiedenen Skizzenbüchern für Zeichenkurse, hat sich dann in mehreren Projekten weiterentwickelt. Es gab mehrere unterschiedliche Ansätze, es wurde viel geändert und schließlich habe ich einen Plot fertig geschrieben und die ersten Seiten dem Splitter Verlag auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt und nach ein paar Veränderungen wurde es dann angenommen und hat letztlich dann geklappt. Grün spielt auf einem abgeschiedenen Planeten, dessen Oberfläche immer weiter geschrumpft ist. Die Bewohner werden jetzt nun auch von einer grünen Seuche bedroht, die alles Pflanzliche befällt. Die Wüstennomadin Liz sucht nach einer Lösung und muss dabei feststellen, dass das Problem komplexer ist als angenommen. Sie muss sich damit auch mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen und der Vergangenheit des Planeten. Grün ist nicht direkt als Parabel konzipiert. Es kommen natürlich auch Probleme vor, die auch in unserem Leben eine Rolle spielen. Wie man mit Ressourcen umgeht, hat immer Auswirkungen und auch heute gibt es schon unausweichliche Konsequenzen. Im kleinen Kosmos von Grün haben Fehltritte natürlich viel schneller Auswirkungen. Liz mag ihre Freiheit und ihre Unabhängigkeit, die sie gewonnen hat durch ihre eher einsamen Reisen. Und reagiert manchmal auch etwas launisch, wenn sie sich in die Ecke gedrängt fühlt. Wo wir uns definitiv unterscheiden, ist ihr kleines Alkoholproblem. Die Reise von Liz führt weiter aus dem Untergrund in abgelegenere Gebiete. Es stoßen zwei neue Gefährten dazu und es wird ein bisschen mehr über Liz' Vergangenheit verraten. Erstmal muss ich noch am zweiten Band arbeiten. Später möchte ich ganz gerne eine kleine Kurzgeschichtenserie in Angriff nehmen, wo ich ein bisschen mehr experimentieren kann mit unterschiedlichen Stilen.